Persönliches Logbuch des Commander Ray Pinscher, Sternzeit 3308-1607. Ja hallo meine lieben Elite Dangerous Freunde, ihr seht, ich bin mitten im All, im Anflug auf eine Siedlung namens Chook Agriculture Garden. Befindet sich im LHS 1541 System und ist, ich zeige sie euch, eine Siedlung, wo ich Spyware einspeisen soll. Es handelt sich um eine landwirtschaftliche Siedlung, Bedrohungsstufe 3, und sie wird aber von Anarchie beherrscht. Ja, und warum bin ich dahin unterwegs, will ich euch auch zeigen. Weil ich einen Auftrag angenommen habe. Und zwar geht es um eine Digitalinfiltration, Bedrohungsstufe 5. Dort soll ich also Spyware in einen Datenport einspeisen. Es handelt sich um eine illegale Mission, aber es ist kein verdeckter Auftrag. Hier kann ich also im Grunde genommen machen, was ich will. Hauptsache, ich schaffe meine entsprechende Geschichte vernünftig abzuschließen. Ja, und was bekomme ich dafür? 4 Patrouillenrouten. Und genau die benötige ich noch, um, ihr seht hier, fehlen die 4 Stück, eine weitere Erweiterung zu bekommen. Und zwar brauche ich hier, genau, für die Audiomaskierung, für meine Ferndistanzwaffe möchte ich ja gerne noch die Audiomaskierung haben. Und genau dafür benötige ich diese 4 Patrouillenrouten. Ja, und deswegen dachte ich mir, machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Und dann kann ich ja auch gleich mal meine neuen Aufrüstungen, anzugtechnisch gesehen, waffentechnisch gesehen, mal ausprobieren. Meine ganzen vielen Ingenieursbesuche, die ich hinter mich gebracht habe, die sollen sich jetzt mal auszeichnen. Und da ist das genau die richtige Siedlung. Anarchie, Agriculture, mal was anderes. Da können wir ja mal richtig die Wutz rauslassen. Ja, in dem Sinne hoffe ich, dass wir gemeinsam eine Menge Spaß gleich haben. Ja, es sieht interessant hier aus, das System. 2 Planeten direkt nebeneinander. Und wir müssen natürlich wieder um die Ecke rum. Ist klar. Was sonst? Aber es sieht schon toll aus, muss ich schon sagen. Das hat echt was hier. So, dann einmal rum hier. Vielleicht haben wir ja Glück und es herrscht noch ein bisschen Licht. Das fände ich dann besonders schön. Na, jetzt. Dann schwenken wir doch mal ein. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, diese Oberfläche hier. Weiß gar nicht, ob ich hier schon mal war. Aber ich gehe mal davon aus. Licht haben wir zwar an. Da müsste ich auch mal gucken, ob ich mir das Licht zum Beispiel mal auf eine separate Taste lege. Da brauche ich nicht immer in das Menü darüber zu schwenken. Aber was ich viel lieber auf einer eigenen Taste hätte, wäre die Landeanforderung. Wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt, dann schreibt mir das doch mal. Fände ich nett von euch, wenn ihr mir da mal helfen könntet mit meinem Problem, dass ich immer, wenn ich die Kontaktaufnahme mache, die Aufhängungen ausfahre. Aber das ist ja wirklich eine interessante Oberfläche hier. Mit dem Licht sieht das ja richtig supi aus. Klasse. So, na dann. Chook Agriculture Garden, wir kommen. Jo, ne? Und schon haben wir wieder das Problem. Ausgefahren. Nein. Einfahren. So, jetzt. Echt übel.
So, da gucken wir doch mal. Fahrwerk raus. Was wir da so Feines finden. Ah, viel Gebäude haben wir nicht. Aber hier ist so einiges drumherum los. Mhm. Okay. Suchen wir uns erstmal einen Platz zum Landen. So. Klasse. Malware hochladen auf Habitat Datenport 1. Aha, da wissen wir also schon mal, wo wir hin müssen. Aber das kennt ihr ja inzwischen von mir. Ich schicke erstmal meine Drohne los. Und dann gucken wir uns das Ganze mal richtig an, was wir da genau so vorfinden. Also, da drüben ist nichts. Habitat Datenport 1, da sollen wir hin. Ist das hier ein Habitatgebäude? Rein hypothetisch sollte es sein. Steht zwar jetzt nicht dran. Da haben wir Eingang mit Level 1. Okay. Gucken wir doch nochmal drumrum. Ob das ein Habitat ist. Nein, das ist ein Storage-Gebäude. Okay, ein Storage-Gebäude. Das ist es also nicht. Was haben wir da noch? Das ist irgendwie Produktion. Das brauchen wir auch nicht. Dann haben wir hier ein großes Gebäude. Das ist ein zusammenhängendes Gebäude irgendwie, ne? Da ist das Power-Gebäude, genau. Und da ist das Habitat, alles klar. Das heißt, da müssen wir rein. Und da hinten ist das Power-Gebäude. Da gibt es wahrscheinlich Alarme auszuschalten. Was haben wir noch? Ja, das war's eigentlich schon. Alles klar. Gut. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir steigen einfach direkt aus. Lassen das Schiff hier kackfrech stehen und schauen mal, wo wir hin müssen. Habitat. Wir dürfen uns natürlich nicht erwischen lassen, fällt mir jetzt gerade mal so ein. Denn wir haben ja Spyware dabei. Das ist natürlich nicht gut. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht gleich gescannt werden. Dann gehen wir mal in Deckung. Ah, ich kann ja doch von unten. Das ist ja spannend. Einrichtung. Habitat. Datenport 1. Wo ist denn der? Das ist ja interessant. Im Habitat gibt es kein Habitat Datenport 1. Wieso das? Da gibt es einen Zweier. Hm. Verbindungsweg. Warenlager. Hm. Ah, da ist der Habitat Datenport 1. Da müssen wir also hin. Okay. Da rein also. Okay. Ja, was ist denn jetzt los? Stell dich mal hin. Da müssen wir rein. Das ist okay. Wir haben es ja mit Anarchie zu tun. Das heißt, wir könnten doch ganz einfach hier ohne Probleme auch mal jemanden einfach killen, oder? Muss aber nicht unbedingt sein. Spricht aber auch nichts unbedingt dagegen. Von daher, wir könnten den ja
ganz cool mit unserer neuen Pistole. Aha, mit dem Aha. Oder aber auch hier mit ihm. Noch besseres Fernrohr. Wow, jawohl. Das ist doch cool. Ah, wie wäre es denn, wenn wir die einfach mal so eine verpassen würden? Ach, eigentlich, wenn ich es genau überlege, wäre es, glaube ich, viel sinnvoller, erstmal hier reinzugehen. Und erstmal unseren Job machen. So. Wo ist unser Datenport? Hier um die Ecke rum ist der. Ah, da steht einer. Wir haben ja jetzt eine Pistole, die normalerweise in Druckumgebungen keinen großen Krach mehr macht. Hm. Daten hochladen. Ach, mit F geht es. Ah, so. Es gibt offenbar ein Problem mit der Anlage. Ich sehe mir das mal an. Ach ja? Da ist die Situation. Jo. Gute Sache. Warten. Oh, das dauert, bis die Spyware da hochgeladen ist. Naja, macht nichts. Wir haben ja Zeit. Zack. Nachladen. Ist denn diese Spyware bald oben? Halleluja, das dauert ja. Na also, geht doch. Oh, ich kann mein Schild erstmal. Ja. Jo. Jo. Sehr gut. Nachladen. Und bist du tot? Jo, Schild. Sehr schön. Die schnellere Regeneration, die ist ja auch toll, ne? Sieht, wie das geht. Super schnell. Klasse. Oh, da kommt der nächste. Na, wo bist du? Hallo? Ah, wo ist er denn? Da. Zack. Erledigt. Oh, wir können auch mal ein bisschen scannen, warum nicht, ne? Ein bisschen Kopfgeld mitnehmen. Ach, schade. Ah, geht doch. Na toll. Boah, das lohnt sich. Ganz prima. Ach, das wollte ich doch schon immer mal machen. Bam! Klasse. Okay. Ja, vielleicht sollte man mal auch was für die Gesundheit tun. Genau. Und eine Energiezelle dürfen wir auch mal nehmen. So, jetzt sind wir doch wieder fit. Naja, wenn wir schon mal hier rumstehen, dann können wir auch mal die Schränke aufmachen. Ah, Elektroschalter, chemische Superbase können wir auch gebrauchen. Ja, ne? Prima Sache. Hat sich doch voll gelohnt schon. Ah, da ist noch ein Schrank. Na, dann schweißen wir den auch nochmal auf. Na, kann man zu Geld machen. Das ist gut. Ach, diese Pistole ist doch super, aber ich finde sie so klasse.
Und ich freue mich drauf, wenn ich dann die nächste Erweiterung, nämlich den weiteren Schuss, noch oben drauf packe. Dann kommt das noch viel besser. So. Ich weiß, ich könnte jetzt eine ganze Menge noch machen hier. Was schießt ihr auf uns? Er hier. Aha. Klasse. Peng, bumm. Gut zu wissen, ne? Mit dem Plasmagewehr kann man den mal richtig schön einfach eine verbrutzeln. Funktioniert gut. Ansonsten läuft hier, glaube ich, nichts mehr rum, ne? Nö. Doch, ich hör doch was. Wo bist du? Hallo. Hier, ich bin hier oben. Guck mal, ich mach sogar mein Schild aus. Ach ja. Ja. Mensch, bleib doch mal stehen. Oh, der schießt auf mein Schiff. Guck dir doch sowas mal an hier. Guck mal, hier bin ich. Batsch. Ein bisschen vorhalten, klappt das. Noch mehr. Hallo. Nö, keiner mehr da, ne? Keiner mehr da. Doch. Ich hör's doch. Wo denn? Komm, zeig dich. Ah. Wow. Klasse. Ach, ist das eine schöne Waffe. Und man kann so schön weit gucken damit. Toll. Das ist herrlich. Ah. Summ. Richtig gut. Und die Kleine hat auch echt was gebracht. Das ist natürlich nicht so weit und nicht so schön wie mit der großen, aber für die Innenräume und so finde ich das toll. Also prima. Okay. Juhu. Dann war's das. Dann haben wir doch unsere Patrouillendaten. Alles klasse. Hervorragend. Super Sache. Auf ins Schiff. Ja, meine Freunde, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und da freue ich mich natürlich schon auf die nächsten tollen Missionen mit euch, wenn ich dann die nächsten Verbesserungen noch eingebaut habe. Also, macht's gut, bis bald, tschüss!